Guten Morgen, liebe himmlische Vater, im Namen Jesu Christi, komm ich nach dir und ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für deine Güte, und ich bete, Herr, dass du das redest, halb uns deine Worte verstanden. Ja, von mir erläuft dein Wort, Herr. Mag der Tag in uns Leben, dass dein Wort schenkt uns Erkenntnis, Herr, und schenkt uns gehorsame Worte, Herr, im Namen Jesu. Amen. Psalm 119, 129, Herr, deine Gebote sind wunderbar, deshalb befolge ich sie gern. Der Psalmist sagt, der hat Gottes Wort erlebt, der hat erlebt, dass Gott Wort hält. Der hat sich in Gott verläuft, in Gottes Wort verläuft. Also dort wird ihm alles. Und ich glaube, das ist ein von den Punkten, was ihm ein Mann nach dem Herzen Gottes mag. Wenn wir Gottes Wort leben, in uns das Wort alles wird. Im Leben eines Menschen wird es helfen, wenn er anfängt, dein Wort zu verstehen. Wer bisher gedankenlos durchs Leben ging, der wird jetzt klug. Also im Leben von einem Menschen wird der Tag, da kommt das Licht, wenn der anfängt, das Wort Gottes zu verstehen, wenn der dort anfängt, zu leben, zu verstehen und zu gehorchen. Dann wird der Tag, dann ist dem sein Wasch klar, dann kann der klar sein. Dann kriegt er diese Erkenntnis, was wir zum Leben brauchen, was uns zum ewigen Leben führt. Also ohne das Wort geht das nicht. Das Wort Gottes ist der Wegweiser ins ewige Leben, aber das Wort Gottes ist auch die Weisheit, was wir für das Leben brauchen. Mein Verlangen nach deinen Geboten ist stärker als der Durst eines Menschen, der in der Hitze nach Wasser lechzt. Macht uns Verlangen und Mut Gottes so sein, dass das uns alles ist, dort wie darfst du noch. Herr, wende dich mir zu und sei mir gnädig, so wie du es allen versprochen hast, die dich lieben. Also Gott hat versprochen, seinem Wort, dass er gnädig sein wird, dein Wort am Leibe, dein Wort am Gehorsche. Dann sagt der Psalmist, du hast das versprochen, deine Wut. Bitte hör das, sieh mich gnädig, beschütze mich und mach mich stark, wie du es zugesagt hast. Also ich glaube, das ist eine Sache, was wir lernen müssen, einfach am Wut Gottes beten. Es sei wie immer war da in der Bibel, der Mensch wird und Gott bleibt in der Bibel chanten, weil er im Wut Gottes einfach betet, weil er einfach Gott die Verheißungen verhält und sagt, du hast versprochen, du hast gesagt, du bist immer so gewesen. Einfach, weil die Wut Gottes erwähnte in ihrem Gebet, Gott darum betet, dringend darum betet. Und weil Gott immer antwortet auf seinem Wut. Herr, ich bete, lehre uns nicht deinem Wut zu leben, lehre uns nicht deinem Wut zu beten. Herr, halt dort wie diesen Darst, diesem Hunger in deinem Wut haben. Und ich bete auch dort wie dein Wut verstehen, dass das auch Dach wird auf unserem Lebensweg in der Ewigkeit, Herr. Das bete ich im Namen Jesu Christi. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.